Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, bei euch ist nur ein Tag vergangen seit der letzten Folge, aber bei mir ist es eine längere Zeit. Ich habe Hardcore Grinding betrieben, wie ich es beim letzten Mal schon angekündigt hatte. Und ja, wollt ihr mal raten, wie lange ich gegrindet habe? Also ich habe jetzt mittlerweile ein wesentlich stärkeres Team, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe auch viele Synthesen, wozu wir gleich so um die 15 Einträge zu lesen und trotzdem über die nächsten Folgen noch ein paar verteilen können. Ich gebe euch mal eben kurz so 5 bis 10 Sekunden Zeit, mal eben kurz zu raten, wie lange ich gegrindet habe. Und dann kläre ich euch auf. Okay, damit habe ich euch 10 Sekunden gegeben. 2 Monate. Ich habe 2 Monate lang gegrindet, Leute. Also, wenn man die Metallschleime nicht findet, dauert Grinding echt arschlange in diesem Game. Und das ist nur eine leichte Untertreibung. Also ich habe die meiste XP mit diesen Flammenraupen geholt. Und selbst da ging es schleppen voran. Aber, hat wollte ich nicht wegmachen. Ihr könnt sehen, dass ich jetzt ein recht angenehmes Team habe. Also Noir ist weiterhin im Team, ist Level 40 mittlerweile. Dann habe ich hier noch 2 Rang 10 Monster. Grammas und Nibui. Kai ist jetzt mittlerweile so ein Kopfkürzer, also so ein kopfloser Reiter geworden, von Rang B. Akaya ist ein dämonischer Reiter geworden, auch Rang B. Dann habe ich noch hier diesen Clownschleim vom letzten Mal zum Königsclownschleim gemacht, ist auch Rang B. Und dann ist Honey noch so ein Guy von der Ghoul, auch Rang B. Also ihr seht, alle meine Kameraden sind mindestens Rang C, einige sogar Rang B. Und damit sollten wir eigentlich das ein oder andere reißen können. Wir können ja auch eben kurz die Fähigkeiten durchgehen, bevor ich hier euch die Einträge antue. Ja, den Knirschvirtuosen kennt ihr ja schon. Hier habe ich den Stürmer noch hochtrainiert, dass ich Giga-Hieb und Ultra-Zick-Resistenz habe. Schwäche habe ich auch auf Mega-Schwächung hochtrainiert. Er hier hat von sich aus Infanterible, was gute Feuer- und Unheilsfähigkeiten mitbringt. Ist aber auch ein Heiler und hat auch ein paar Debuff-Fähigkeiten. Er hier hat auch Infanterible, unser Königsschleim. Der Varieté-Künstler, den habe ich hochtrainiert, bis ich Perentor habe. Und Perentor ist eine irre gute Fähigkeit, muss ich sagen. Ja, Akaya ist ein hauptsächlich ein Nahkämpfer, also er hat richtig viel Power für Faustwürfel beispielsweise. Er hat aber auch Flutwelle beispielsweise, also er kann auch Wassertechniken. Ja, Noir, komplett Unterstützer. Er hier unser einer Iltenlicht hier, ihr werdet noch herausfinden, was für einer das ist über die Einträge demnächst. Hat den finsteren Gesellen zum Beispiel. Das ist ein ultra guter Dunkelheitskämpfer. Da habe ich auch hauptsächlich investiert drin. Also ich habe alle mindestens auf Level 30 auch trainiert. Ja, Kai ist weiterhin unser Wasserkämpfer, aber er hat auch die Hitzefähigkeiten ein bisschen gut trainiert. Ich habe ihn sogar hier vernichtet. Das kam mit dem Reiter dazu. Habe ich ihn bis Schwupp hochgebracht. Ja, und Nibui hat die explosiven Fähigkeiten, aber auch die ich mache die Gegner nieder Fähigkeiten, dass sie ein bisschen schwächer werden. Im Übrigen, ich habe wahrscheinlich am Anfang schon so einen Zeitstempel eingefügt mit Infos überspringen und so weiter, aber ich mache auch nochmal hier nochmal zusätzlich ein Infostempel, also ein Zeitstempel über mir. Wenn ihr die Einträge überspringen wollt, dann könnt ihr zu dem Zeitpunkt, der da oben über mir jetzt steht, hinspringen. Und wir sehen uns dann nach den Einträgen wieder, beziehungsweise sehen uns gleich bei den Einträgen wieder, wenn ich euch was vorlese.
Okay, dann fangen wir direkt mal mit den kopflosen Ritter an. Kopflose Ritter aus den Tiefen der Unterwelt, die auf der Suche nach ihren verschwundenen Häuptern durch die Nacht streifen. Ihre Schilde sind dafür bekannt, von Zeit zu Zeit eine makabre Melodie zu kreischen. Ja, das ist ja keine. Als nächstes Gramtasma, den habt ihr auch gerade eben in meinem Team gesehen. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall die aus meinem Team heute vorlese. Diese schemenhaften Schreckgespenster werden aus dem Zauber Garutz geboren. Wer sie berührt, dessen Körper und Seele verbrennen angeblich in ihrem abgrundtiefen Feuer. Der flammende Feixer. Monster, die im Reich der Toten geboren wurden. Sie rufen Reisende gerne mit ihren Stimmen, mit den Stimmen verstorbener Bekannte hinterher. Wenn das unglückliche Opfer sich umdreht, wird es in die Tiefe gezerrt. Rakina. Eine Draco-Variante, die sich auf Zaubern spezialisiert hat. Gerüchten zufolge ist ihre Farbe darauf zurückzuführen, dass sie mit großem Gusto-Gerichte in sich hinauf schaufeln. Oh, ein Curry-Fanatiker. Schwinger. Diese raubeinigen Riesen sind Meister im Umgang mit ihrem Morgenstern. Ihre Körper sind durch all das harte Training so gestählt, dass sie keinen Bedarf an schützender Kleidung haben. Aber es tut doch trotzdem weh, wenn man da mit dem Schwert durchpiekst. Was für ein dämliches Monster. So, der Neon-Bolide. Sie mögen wie mächtige Monster aussehen, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Mechs, die für den Kampf entwickelt wurden. Manchmal drehen Abenteurer sogar selbst eine Runde mit ein, nachdem der Pilot ausgeschaltet wurde. Klingt gar nicht so doof. Na gut, ich würde sagen, als nächstes liest euch nur Adam was vor, ne? Yay, endlich darf ich wieder was vorlesen. Das ist ein Struwwelschleim. Schleime, die im unwirtlichen Urwald wohnen. Diese Überlebenskünstler ziehen auf der Flucht vor Raubtieren alle Register. Sie schlüpfen in schlammige Tümpel und halten die Luft an oder hüpfen ins Geäst der Bäume hinauf. Oh, was für ein süßer Schleim. Dies ist ein Engelschleim. Diese himmlischen Diener des Zenith-Drachen stammen selbst aus Zenith 4 und haben die Mission, Liebe und Frieden in ganz Terrestria zu verbreiten. Das ist ein lustiger Clownschleim. Diese schleimigen Schlingel sind launenhafte Lumpen, die es mit der Moral nicht allzu genau nehmen. Sie lieben es, Reisende mit ihren Illusionen in die Irre zu führen. Und hier ist auch direkt die große Version der Clown-Königsschleim. Der Herrscher der Clownschleime macht seinem Namen Ehre. Für eine gute Pointe tut er einfach alles und seine Auftritte sind andauernd ausverkauft. Das ist also der Schleim, der meinen Namen trägt, also der Feenschleim. Schon ein einzelner Schleim dieser Art, der hoch am Himmel gleitet, bietet einen absolut erhebenden Anblick. Einen ganzen Schwarm im Flug zu sehen soll außerdem Glück bringen. Na gut, Drim, dann übernimm du jetzt mal. Na, dann muss ich mal wieder ran. Hier haben wir den Flatterdrache. Diese Drachen wenden sich um ihre Beute wie Schlangen und schnüren ihnen die Luft ab. Sie eignen sich hervorragend zur Synthese, aber auch zum Einsatz im Kampf und erfreuen sich großer Beliebtheit beim Monsterzähmann. Als nächstes haben wir hier den Hörligator. Was sie einmal zwischen ihre kräftigen Kiefer bekommen haben, lassen sie nicht mehr entfleuchen. Sie tänzeln gerne beim Kämpfen, wodurch sie erheblichen schlimmeren Schaden anrichten. Der sieht irgendwie lustig aus. Das ist der dämonische Dragoner. Diese Drachenritter in dunkler Rüstung dienen dem Meister der Monster. Dank der Großzügigkeit ihres Lehnsherrn können sie die Macht der Dunkelheit selbst im Kampf einsetzen. Und als nächstes haben wir die Röstraupe. Rote Raubmonster, die im Vulkan zur Welt kommen. Wenn sie es mit ihren feurigen Dämmangriffen übertreiben, haben sie am nächsten Tag ein fieses Kratzen im Hals. So, als nächstes der geifende Ghoul. Monster, die ihre Feinde von oben bis unten mit ihren langen, labbrigen Zungen ablecken. Manche sagen, sie könnten die Persönlichkeit ihrer Opfer am Geschmack erkennen. Ob das wirklich funktioniert? So, und da Shining euch den falschen Kai vorgelesen hat, lese ich euch jetzt den richtigen Kai vor. Das ist der Kopfkürzer. Kopflose Ritter auf wilden Rössern. Sie haben ihre ritterlichen Gelöbnisse längst links liegen lassen. Heute machen sie Jagd auf die Schwachen, beschützen die Mächtigen und benutzen jeden schmutzigen Trick. Diese Monster gefallen mir richtig gut. Das wären meine neuen Diener. Na gut, Shining übernimmst du wieder. So, und da sind wir dann auch direkt hier draußen. Entschuldigung, ich hatte den einen Kai gerade verwechselt, also das eine Monster, aber ganz ehrlich, einige von denen sehen ultra gleich aus. Ein paar von den Monstern hier habe ich auch über Synthese schon zusammenbekommen. Aber
Ja. Wir müssen sie trotzdem auch so nochmal holen, ne? Ich versuche jetzt heute aber Kämpfe zu vermeiden. Weil, ja, allein durch die Einträge wurde es ja gerade ein bisschen lang. Immer rechts rum. Ich habe die ganze Zeit in der Ecke hier übrigens abgehangen und alles bekämpft, was bei drei nicht auf dem Baum war. Wird auch mal an der Zeit, hier endlich zu erkunden. Guck mal, da ist ja auch der Gletschergeist. Ich sage euch, diese Metallschleime, die kriegt man entweder kaum kaputt, weil sie vorher abhauen. Oder man findet sie gar nicht erst. Kann ich auch einfach außen rum? Nö. Okay, weiter. Ich habe nicht im geringsten Grad eine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Nochmal zurück, würde ich sagen. Ach, das hier ist aber wenigstens ein Reisepunkt. Okay, schon mal für später vermerkt. Okay, Leute, diesmal laufen wir in die richtige Richtung. Hier hoch nehme ich mal an. Nein, ich will keine Kekse kaufen, danke. Oh, offenbar war die Richtung doch richtig. Weil ich von hier aus gar nicht dahin komme. Sehe ich gerade. Ich muss einmal komplett drumherum laufen. Okay. Ich glaube, ich muss da hinten rum. Da konnte ich nicht hoch. Ich sehe viele neue Monster. Nein. Ich habe keinen Bock auf einen Kamikaze-Tüten. Ich muss da hoch. Wir müssen da hoch. Heute viel Kletterpartie. Geh heute unter die Bergsteiger. Wieder steht wieder was im Tor. So, hier kann ich einfach runter, ne? Ich achte jetzt gar nicht darauf, neue Monster hier zu finden. Weil ich halt wirklich halt einfach nur durch will. Da hinten mir das große Monster dieser Ebene hier. Dem lege ich mich gar nicht erst an. Oh, ein weißen Elixier. Dass sowas hier einfach rumliegt, feier ich. Sind ja gleich da, ne? Nur noch hier hoch und dann sind wir dort, wo wir hin wollen. Ich kann ja schon mal aus dem Bild. Kommt jetzt gleich bestimmt eine Sequenz. Okay, hier kam nix. Okay, ich muss einfach nur das
komische Ding hoch. Gibt's hier neue Monster? Ja. Ein paar. Da muss ich auf die Ausrichtung von den Dingern achten. Ich kann ja nochmal ins Bild zurückkommen. Ich dachte, wie gesagt, Sequenz. Wenn ich diese tanzende Flamme noch nicht besitze, ich habe nicht vor, jetzt gerade zu kämpfen. Und ich muss eindeutig das Ding da unten nochmal drehen. Wir gehen hier auf jeden Fall noch durch, auch nochmal und holen uns die ganzen Gegner hier, ne? Zur Not mache ich das offscreen. Ich werde euch nur nicht mit Einträgen bombardieren, sondern gleichen. Okay, das konnten wir instant richtig drehen. Lass mich doch an, wenn ich da lang komme. Bin runtergefallen. So, ich stehe wieder hier und renne jetzt hier hoch. Ohne von dir angegriffen zu werden. Ich denke mal, das da oben steht schon richtig, oder? Um Gottes Willen, hier gibt es mehrere Wege. Jetzt ist Rätsel raten, wo lang richtig ist. Komm mal ein bisschen näher. Komm hier in die Ecke. Dann komme ich um dich rum. Ich habe keinen Bock auf einen Kampf. Wenn man einfach nur durch will, ist es echt nervig, wenn die Viecher komplett im Weg stehen. So, dass man gar nicht an dem vorbeikommt. Okay. Ich würde mal sagen, hier ist falsch. So wie es jetzt gerade ist. Ist es jetzt endlich richtig verbunden? Ich habe jetzt eine halbe Ewigkeit gebraucht. Ich glaube, ja, hier unten nur nicht. So, ich hoffe, ich bin jetzt endlich auf dem richtigen Weg. Dieser Drehturm macht mich langsam wahnsinnig. Ewig lang bin ich hier am Rumdrehen. Hier scheint es nur eine Richtung zu geben. Oder auch nicht. Ich sehe, dass es zwei gibt. Gerade auf der Karte. Die wollen wir ja hier aber auch wie sonst was. Okay, ich drehe hier nur das obere, wenn ich es richtig sehe. Ich hoffe, es ist so richtig. Ich glaube, den muss ich einen weiter drehen. Genau jetzt müsste er richtig sein. Ich zu dem anderen Ding dahin kann. Da hat mich schon wieder irgendein Vieh auf dem Kieker. Ich sag doch, mich hat ein Vieh auf dem Kieker. Hier ist nur eine Kiste. Einsiedlergürtel. Ach, der gibt angenehmen Werte für Nahkämpfer. Warte mal, dann war ich ja da oben gerade doch richtig. Wenn es dann nur den Weg gibt. Schön, dass wir das geklärt haben. Danke fürs Gespräch.
So, der wird mich wieder attackieren. Okay, ich muss hier was tun. So, erstmal gucken, was ist dort drüben. So eine böse Kiste, ich spür's. Simsalabim-Ring. Der gibt nur ein bisschen Angriff und Abwehr. Das ist ja vollkommen scheiße. Weg damit. So, noch einmal. Komme ich darüber? Zum Glück streift hier oben nichts rum. So, jetzt kann ich eben kurz einsammeln, was auch immer dort ist. Da ist wieder so ein Skelettkämpfer. Na, bestimmt eine Medaille. Ja. Unten waren auch noch ein paar Töpfe, die müsste ich eigentlich auch nochmal kaputt machen. Aber erst will ich die Teleporter oben haben. Ich habe keine wirkliche Lust, das Ding hier nochmal hochzukraxeln. Wäre schön bescheuert. Es gibt zwei Richtungen nach oben. Okay, und hier ist schlicht und ergreifend nur eine Kiste. Aber an die kommt man wenigstens ran, ohne zu kämpfen. Drachenherz. Okay, das hier sieht mir nach letzter Etappe aus. Diese Fliegeriche, die sind verdammt schnell. Wenn die mich sehen, bin ich zum Kampfgefühl gezwungen. Ja, und der steht so im Weg. Der wird mich angreifen. Oh, aber offenbar kann er nicht zielen. Sehr schön. Ist ja gut. Es tut mir leid, dass ich mein Maul aufgerissen habe. So, Teleporter freigeschaltet. Holen wir uns eben kurz die Krüge, die da unten waren. Da. Wechselwürze. Okay, haben wir denn hier nötig? Klein. Ich halte eben kurz mit Tränken die MP hoch und dann sehen wir uns hinter dem einem Tor, was ihr gesehen haben. Effulgent God of flame and flight, bless us with your burning might. Guys, we've got a problem. It's you know who. Ah, yes, the rebellious little prince. The perpetual thorn in my side. Well, I am Blaze, eldest brother of the Brimstone Boys, and the big hitter in these parts. It's the Ifrian Eagle! Indeed. And once we've evoked its immortal energy, we will present it to Randolfo, as is our duty. And make him invincible? Are you out of your collective minds? If you're planning to stop us, then we have no choice but to destroy you. Brothers, assemble. We are the
the Brimstone Boys, servants of the Almighty Tyrants, get ready to sizzle! Oh, gleich gegen alle drei. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Ich wollte jetzt erstmal darauf gehen, hier so ein bisschen zu boosten und die abzuschwächen. Und ich habe dabei gesehen, die mögen Dunkelheit absolut nicht. Ich wusste nicht, dass mein drakonischer Reiter doppelt angreifen kann. Geht aber ein bisschen auf die MP. Ich habe diesen Loder auch als allererstes erstmal hier die chemische Keule gegeben, damit er weniger aushält und so weiter. Also, ja. So, ich habe mal ein paar jetzt ausgetauscht gerade. Und jetzt wird geheilt. Am schlimmsten wird definitiv Loder sein, wollte ich sagen. Aber sind alle tot. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu stark gegrindet. Ach komm, lass ich mal. Unbelievable. No one has ever beaten us before. Ah. Well, you know what to do, Blaze. We are the Brimstone Boys, our lord before our lives. That was our oath. Oh, if free and eagle, effulgent gods of flame and flight, nourish us with your burning might. The Ifrian eagle has awakened! Oh, you who triumphs over death itself, we implore you, bestow immortality upon our lords, Randolfo the Tyrant! Your bleed needs it. Your creatures of the underworld, wholly undeserving of me holy powers. Begone, foul beasties! You what? Now, let me flames cleanse this land. Don't worry, it'll only be hot for a moment. Come on! We gotta do something, or we're toast! Ich würde mal sagen, jetzt beginnt der richtige Bosskampf. Du bist bestimmt gegen Wasser schwach. So, ich lasse meine Kameraden ab der nächsten Runde selbst entscheiden, was sie tun sollen. Ich denke mal, sie kriegen das schon gebacken. Aber er ist auf jeden Fall gegen Wasser schwach. Da lag ich richtig. Aua. Ich vertraue meinem Team. Die machen ja schon ordentlich Damage. Und Noir hält die Truppe am Leben. Mega Heilung ist so gut. Gut, dass ich trainiert habe. Der fähige Feuervogel hält im Gegensatz zu den anderen dreien was aus. Jetzt eh selten Odems. Ich sollte Kai zumindest MP geben. Hab ja einen weißen Elixier auf dem Weg gefunden, also passt ja.
Und dort. It takes a powerful blighter to defeat a deity. But I am eternal. I'll rise from the flames once again. You'll see. Great job, pal. Looks like you're the big hitter here now. Ugh. Are we alive? Perhaps we came back to life when the Ifrian Eagle was defeated. It seems we have you to thank for that, mate. You are our savior. Blaze, he's Randolfo's sworn enemy. You can't go thanking him for anything. Yeah. Our lord before our lives. That is the oath we swore to the tyrants. But the prince here saved us. It would be remiss of us to ignore that fact. No. We can't just forget everything Randolfo has done for our family over the years. So, what do we do? Well, opinion is divided, and that means we have to call a vote. Majority rule, as is the custom. So the question is, do you pledge allegiance to Randolfo the Tyrant, or to his son here? First off, all who side with the prince, raise your claw. Huh? Hold on. That isn't what you were saying a second ago. Hey? But the prince saved our lives. The very least we owe him is our undying loyalty. Precisely. What kind of cold-blooded lizard would refuse to repay the good turn he did us? All right, I get it. At least I think I do. Very good to hear. Now, just to make sure we're all on the same page. All who side with Randolfo the Tyrant, raise your claw. Huh? What are you doing? Sorry, just messing with you. Let's start again. All who pledge loyalty to the prince, raise your claw. That settles it. We're in conclusive agreement that our allegiance lies with the prince. And on that note, we have something very important to tell you. If you've set your sights on becoming master of monsterkind, you'll have to go through Dolph the Destroyer. He's guarded by the Quad Squad, his four most brutal deputies. They protect the Conqueror's Keep with a magic barrier. You'll have to defeat all of them, or you'll never get near the Tyrant. Not alive, anyway. Dolph the Destroyer? Nadiria's strongest warrior? He's the one who wiped out the Chosen One's village. It won't be an easy battle, but we believe in you. We are the Brimstone Boys. We pledge our eternal loyalty to you. Nice, die drei haben mir die Treue geschworen. Keine Ahnung, ob die jetzt in der Koppel sind oder nicht. Jedenfalls würde ich einfach sagen, eben kurz einmal hier einen Sprung zum Turm von Rosenbühl.
Okay, da sind wir hier. Akteure. Ja, guck mal, wir scheinen diesmal in der richtigen Reihenfolge zu sein. 13-14. Loda. Loda, der Älteste der Glutsbrüder, vergreift sich oft im Ton, wenn er mit Vorgesetzten spricht und verärgert sie mit seiner kruden Umgangssprache. Fegefeuervogel, ein unsterblicher himmlischer Vogel, der dem Gott des Feuers dient. Wenn er stirbt, wird er anschließend erneut aus den Flammen geboren. Der hatte auf jeden Fall auch was auf dem Kasten. Also, obwohl meine Monster so stark jetzt hochsynthetisiert wurden, ich gehe übrigens nur hier unten hin, um nachzugucken, ob die jetzt in meiner Liste sind. Wenn, dann müssten sie ja ganz hinten sein. Ne, die dienen mir offenbar einfach nur so. Und so wie dieser eine Ritter. Okay, wäre das ja geklärt. Die Folge ist bei mir schon recht lang. Bei euch ist sie 100% kürzer. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Gucken, dass wir dann vielleicht auch die ganzen Monster hier einmal gesammelt kriegen, die in dem Gebiet hier sind. Dann lese ich aber weniger vor von denen, was ich synthetisiert habe. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich mal, ciao und bis dann.